Zur Debatte steht außerdem ein Antrag, in dem sich der Landesvorstand für eine Überprüfung des Doppelbeschlusses der NATO ausspricht. Der amerikanische Außenminister Haig ist zur Frühjahrstagung der NATO nach Rom geflogen. Ein wesentliches Thema der Konferenz Anfang nächster Woche sind die geplanten Verhandlungen mit der Sowjetunion über die Begrenzung der atomaren Mittelstreckenraketen in Europa. Vor seinem Abflug sagte Haig, ein Vertrag über die Begrenzung der strategischen Rüstung müsse zu einer wirklichen Verringerung bei den Atomwaffen führen. Der amerikanische Präsident Reagan hat die Bereitschaft Japans begrüßt, die Autoexporte in die Vereinigten Staaten zu drosseln. Die japanischen Hersteller wollen in den nächsten 12 Monaten 140.000 Fahrzeuge weniger liefern als im vergangenen Jahr. Ein Regierungssprecher in Washington sagte, dies werde der amerikanischen Autoindustrie die Möglichkeit geben, wettbewerbsfähig zu werden. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und der Ausbau der Mitbestimmung waren die Hauptthemen der gestrigen Kundgebungen zum 1. Mai. Bundeskanzler Schmidt forderte auf der zentralen Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Duisburg eine Konzentration aller Kräfte, um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu überwinden. Der DGB-Vorsitzende Vetter erklärte auf der Veranstaltung, wenn die Montan-Mitbestimmung nicht gesichert werde, dann könne so wörtlich die Vorherrschaft des Eigentums an der Wirtschaft auch mit anderen Mitteln gebrochen werden. Zum Schluss die Wetteraussichten. In den Alpen noch wiederholt, sonst nur vereinzelt Regen oder Schneeschauer. Mittagstemperaturen zwischen 6 Grad im Norden und 13 Grad im Süden. Mit diesen letzten Meldungen, meine Damen und Herren, ist das Programm des ZDF beendet. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Thank you.